Bademantel getroffen. In derselben Wohnung, um das noch geheimnisvoller zu machen, verkehrten auch die Zuhälter und die Frauen, die von ihnen abhängig waren, die da in der Fliederstraße damals auf den Strich gegangen waren. Also es war eine ganz muntere Gesellschaft, die man traf sich da in der Küche und kriegt man dann so ein bisschen davon mit. Auch in den Gemeinden kannte ich lange nicht so gut, also nur von ein paar Treffen, aber trotzdem, trotz alledem, was ich da einiges zu sagen könnte, sage ich dazu nicht. Ich kann nur sagen, diese Bilder, auch in dem Ausbuch oder in dem Ausfilm, die von denen entworfen werden, die muss man immer unter dem Blickwinkel sehen, dass der Stefan Aust, den ich kenne, ich habe vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen mit ihm noch darüber geredet auch, die Bilder stammen von jemand, der Meinung war, dass Andreas Bader ihn nach dem Leben getrachtet hat. Das kann man ja auch so ein bisschen in dem Buch nachlesen und auch ein bisschen in dem Film sehen. Das heißt, das ist auch sehr stark gefärbt. Und ich nehme auch dem Aust ein bisschen übel, das habe ich auch mal kritisiert, dass er in seinem Vorwort das nicht reinschreibt. Natürlich darf er trotzdem ein Buch darüber schreiben und darf seine Meinung darüber schreiben, aber das ist ein bestimmter Blickwinkel, aus dem er das beobachtet hat und geschildert hat. Aber ich kann und will jetzt über deren Charakter nicht sagen, das waren viele Jahre lang Mandanten von mir, zu denen ich ein sehr intensives Betreuungsverhältnis hatte, mit denen ich unendlich viele, vor allem im Gefängnis, außer im Gefängnis nicht, sehr lange Diskussionen und Gespräche hatte, die in einer für sie wichtigen Lebensphase, also in der Phase, wo es immer darum ging, sterben sie oder nicht, im Gefängnis mit ihrem Anwalt viel geredet haben und ich sehe mich nicht dazu legitimiert, jetzt über die ein Urteil abzugeben. Ja, ich habe mich da immer geweigert, das mache ich nicht. Also erstmal, weil ich es eigentlich auch gar nicht darf, auch wenn die tot sind, gibt es ein Anwaltsgeheimnis, aber ich will es auch nicht. Also vielleicht in meinen Memoiren als Fiktion oder so.